Mazet Ephister Knochenbrigade. Ja, das ist mal voller Name. Knochenbrigade, wieder hier am Start. Vollkommen gekünstelt. Heute fahre ich den Chino. Schlagpunktwertung 3,3. Schlagpunktwertung? Habe ich gerade Schlagpunktwertung? Schlagwertung 3,3. Das wollte ich eigentlich sagen. Mittelschwerer Panzer bei den Japanesen. Und normalerweise habe ich ganz gute Matches hingelegt mit dem Teil, auch wenn wir verloren haben. Weil, darum. Nein, also er hat eine ziemlich krasse Feuerkraft und viele meiner Gegner habe ich mit einem Schuss außer Gefecht gesetzt. Das muss natürlich jetzt hier nicht so laufen. Ich habe natürlich auch Matches gehabt, wo ich irgendwie drei hintereinander weggeballert habe und dann gerade mal 2 Minuten vergangen und wurde zerfetzt. Und dann lief das Match aber trotzdem noch seine 8, 9 Minuten. Das kann natürlich alles mal passieren. Wir sind hier am Aschefluss. Oder Ash River. Ist das nicht Ashen River? Nee, das wäre Ashener Fluss. Kaiserführer? Da ist Kaiserführer. Fudo. So. Tun die umgeschaut, was hier abgeht. Da haben wir schon einen. Ich bin zu langsam gewesen. Ja, wenn er natürlich da ist, dann ist er natürlich erstmal sicher. Da komme ich jetzt erstmal nicht mehr ran. Das heißt, man muss sie echt ziemlich schnell abpassen. Aber ich glaube, der Kollege da, Herr Führer, ist da auf der Brücke. Eigentlich auch nicht so clever, ja. Wie gesagt, nicht so clever. Hat ihn auch gleich die Runen weggerissen. Ich versuche jetzt natürlich erstmal, weil ich will hier nicht durch die Gegend fahren. Mittlerweile sind die Leute auch nicht mehr so, dass sie sich da irgendwo ewig verstecken. Also nicht in jedem Match, manche kommen auch einfach vorgestürmt und ziehen einen dann den Zipfel lang. Also werde ich mich hier vorsichtig vortasten. Artillerie ist frei. Gleich mal abladen das Zeug. Ich glaube, neben mir hat es gerade eins zerlegt. Irgendwie gehen hier alle kaputt. Und zwar in einer Geschwindigkeit, das ist ja nicht zu fassen. Und wir haben exakt mal keine Basis, das ist nicht viel. So, die Artillerie trifft auch irgendwie nichts. Oh, jetzt dachte ich gerade, das wäre einer von denen hier. Würde schon abfeuern, aber hätte auch nichts gebracht. Ich verstehe nicht, warum man hier nicht mehr teamkillen kann. Aber, oh Scheiße! Der war ja so beschädigt. Der ist schon der nächste. Wo man hier nicht mehr teamkillen kann, aber bei den Luftschlachten es noch möglich ist. Das war zu schnell geschossen. Ein Frühkommer. Ist auch schwer auszumachen, wessen Artillerie das hier ist. Hier knallt ja alles durch die Gegend mittlerweile. So, der macht das jetzt erstmal klar. Denke ich mal da oben. Fuck, der ist der nächste. Ah, kritischer Treffer. Ja, das könnte doch was werden. Wohin gegen so einen schweren Cromwell? Weil der hält ja doch einiges aus. Es sei denn, ich bin am Start hier. Auf die Kacke hau. Artilleriefeuer. Was? Das muss durch die Artillerie geschehen sein. Ich warte immer noch auf so eine Killcam für Luftschlachten. Da kann man auch mal nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ich würde es irgendwie interessant finden zu sehen, wie und wo ich dann da tödlich getroffen wurde. Obwohl in dem Spiel, wir sind ja familienfreundlich, freigegeben ab 12, da stirbt ja keiner. Alle werden ohnmächtig oder nur irgendwie anders ausgeschaltet. Kriege ich den hier weg. Also so wie der fliegt, könnte natürlich einen Kill bekommen. Ne, den habe ich noch vorher abgeschossen, bevor er abstürzte. Auch wenn es nur ein Sekündchen früher war. Ich werde den Honk hier noch. Ne. Obwohl, das könnte noch was werden. Scheiße, Mann. Irgendwie stark arthritisch gerade vor hier. Verreckt doch, Junge. Nee, der überlebt, glaube ich, noch. Ah.
shit. Ja, ich fahre hier meine Panzerklappen ein. Was geht? Hier müsste doch auch bald mal einer kommen hier. Also entweder fahre ich jetzt hoch. Oder ich fahre hier weiter nach vorne. Da, da, da! Da ist schon wieder so ein Bandit. Groß. Smoke you up! Oh shit! Naja, ich glaube, das hat sich für mich jetzt erledigt hier. Und ich den doch irgendwie noch. Nein, das war auch nicht toll. Ich meine, er steht ziemlich nah, selbst mit einem kaputten Geschützrohr. Könnte er mich aus der Entfernung noch treffen? Fuck you. Irgendwo ist ja noch so ein Zwiebeln-Matt-Gesicht, ich weiß noch nicht wo. Ob das Punkte bringt? Wenn, wenn jetzt einer kommt, obwohl, naja, die eine Sekunde ist auch egal. Aber ich hätte dann nicht, hier fliegt gleich ein Flugzeug auf mich runter, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ja... Jetzt stellt sich mal einer vor, man muss das live mitmachen, da wird man doch geisteskrank. Wirklich blitzgeisteskrank innerhalb der 5 Minuten, die das hier so jetzt mittlerweile abgeht, oder 6 Minuten. Habt ihr gerade einen Schatten gesehen? Bewegt er sich da? Fuck you. Das war der, den ich oben weggeballert habe. Na gut. Auge um Auge, hä? Shit. Was? Ah, das ist nicht gut. Solange wie der hier nachlädt. Will ich sterben hier. Ich meine, fuck, cool war. Okay, der ist gerade mit meinem Kollegen da beschäftigt. Das kann doch nicht sein. Wieso fickere ich hier irgendwie? Oh ja, ich werde gleich weg sein. Ne, doch nicht. Der Penner fliegt immer noch. Das ist immer dieselbe Scheiße. Und diese Nichtskönner, die am Boden nie einen wegballern. Jetzt wollt ihr auf mich abstürzen. Ey, wie ich das hasse. Das ist so armselig. Und also, eigentlich wird es immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Erstmal werden wir jetzt verlieren. Ey, ich mache sowieso noch eine Runde, sag ich mal. Ja, jetzt schon, bis gleich. Yo, fuck this. Also, ja, bis gleich denn, ne? Haut rein. So, da bin ich wieder jetzt mal in Berlin hier. Da, wo ich zuletzt gewohnt habe. Bevor ich hierher gezogen bin, wo ich jetzt wohnen war. Immer noch unterwegs mit dem Chinur, 7,5 cm Typ 3 Geschütz, 55 Schuss habe ich und ein obligatorisches Maschinengewehr. Was stand da gerade? 792er? Berlin, ja, würde ich jetzt normalerweise sagen, Gewinnerseite, aber ich war vor ein paar Tagen das letzte Mal drauf hier mit dem Panzer und da fiel mir erstmal auf, scheiße, was haben die hier gemacht? Jetzt haben die irgendwelche Mauern und Gebäude dazwischen gezogen. Ist mir vorher nicht aufgefallen, muss also noch nicht so lange, kann noch nicht so lange her sein. Und wie geil war das da früher? Komm einfach rüberschießen hier und die haben. Das war viel interessanter. Da denke ich mir, wer hat denn jetzt wieder gemeckert hier, dass sie dieses scheiß Gebäude dahin gehämmert haben? Diesen scheiß Wachturm oder was auch immer das ist? Diese scheiß Mauern hier? Das ist doch total dämlich. Weil jetzt werden hier noch mehr campen. Wahrscheinlich zum Schutz. Bestimmt haben irgendwelche gemeckert. Das ist so oft in diesen scheiß Online-Spielen, dass irgendwelche meckern, weil ihnen irgendwas nicht passt. Die kommen mit irgendwas nicht klar. Werden oft weggefetzt an einer Stelle. Dabei könnte man sich ja locker darauf einstellen. Hier ist einer. Komm, Halli die Putz. So, oh shit. Können sie sich darauf einstellen, aber nein, das machen sie nicht. Stattdessen heulen sie lieber rum, bis hier irgendeine Veränderung eintritt. Ich dachte nicht, dass es jetzt hier der Fall war. Kann auch sein, dass Kaijin sich das selbst ausgedacht hat. Aber ich finde es trotzdem affig hier, das ist total scheiße. Ich meine, Mossog ist noch nicht so schlimm, da hat es noch irgendwie einen Nutzen hier, aber... Hier ist doch sowieso schon alles so... Die haben doch da drüben ihre Häuser, sag ich mal so. Aber na gut, muss man auch mit durch, jetzt muss ich mich halt hier drauf einstellen. Es kann sein, dass ich mich hier nicht allzu viel bewege, wenn ich habe keinen Bock da lang zu fahren erstmal.
Wenn ich weiß, dass da welche sind, das macht mich irre. Da werde ich paranoid. Obwohl, Artillerie könnte ich mir eigentlich auch sparen, weil ich habe das Gefühl, ich treffe hier sowieso nie irgendwas. Das wird doch nichts hier da. Steht er immer noch da? Steht da noch was? Irgendein anderer Vogel feuert darüber? Da ist er. Naja, ich finde es jedenfalls nicht so gut gemacht hier mit diesem beknackten hier, mit dieser Hütte da vorne, dem Turm da. Okay, ein Haus habe ich jetzt mit der Artillerie oder eine Ruine mit der Artillerie eingerissen, aber vor mir habe ich immer noch diese Scheißhütte. Ich weiß ja nicht, ob man die wegschießen könnte. Ja, so sehen einige Menschen mittlerweile aus. Man fährt vor und zurück, gammelt hier eigentlich rum. Natürlich könnt ihr was anderes machen, nur fuck you in the boat. Irgendwie sehe ich auch nicht ein, warum ich als einziger nach vorne soll. Und bisher fährt ja keiner nach vorne. Ich denke auch manchmal, ich bin als Unterstützer irgendwie besser als jetzt als offensiv der Typ, der da reinrast. Aber ich glaube, das ist auch abhängig meiner Stimmung und wie der Tag so verlief. Das ist auch irgendwie. Haben die das auch noch erhöht oder was? Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Also von hier werde ich den hier mit der Pfalz nicht irgendwie angreifen können, beschädigen können oder irgendwie etwas in der Art. Also ich glaube, ich muss wohl oder übel demnächst mal vorfahren hier. Ja, jetzt sieht man nämlich diese scheiß Mauer da, blockiert mir die Sicht. Bewegt er sich, ja, jetzt bin ich auch zu langsam hier mit dem Anvisieren. Er nervt doch alles mit dem ganzen Kack dazwischen. Also ich will mich ja nicht beschweren, aber da muss ich mal sagen hier, das ist nicht so gut gemacht. Das ist einfach zu viel irgendwie, hätten sie ein paar Mauern hingestellt oder den einen Turm in der Mitte, sodass sich da jemand hinter verstecken kann. Ja, oder zumindest in der Sichtachse da. Ja, wenn die sich immer bewegen, das ist nämlich auch so ein Ding. Scheiße. Naja, ist klar, die natürlich sollen sich bewegen. Das war jetzt natürlich nur ein Jux, über den nur ich gelacht habe. Mhm. Das wird hier nichts am PT-7. Weg ist er noch da? Ja, ich habe gerade gesehen, da ist noch ein Fahrzeug gewesen. Leck mich doch weg hier. Komm, lad nach. Das muss jetzt laufen. Bleib doch stehen. Oh. Also manchmal, falls einer ganz schön aufgefallen ist, habe ich echt Glück, da einfach nur geschätzt, weil da eine Mauer dazwischen ist, ich nicht sehen kann, in welcher Position das gegnerische Fahrzeug, ich halt nur die Namensplakette lese und dann abfeuere und den dann trotzdem vernichte, ausschalte, ohnmächtig mache, Entschuldigung. wo ist K12? Ja, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Bin ich dann doch manchmal selbst überrascht. Überrascht, was ich eigentlich für ein gutes, ich sag mal, Einschätzungsvermögen habe an manchen Tagen, an manchen Momenten. Den Zwiebelkopf hier auch noch weg. Kriegt den nicht interessiert. Da. Ich kann auch nicht nachvollziehen. Also da steht ein Baum, aber was ist denn dazwischen noch? Oder davor oder daneben oder. Oh, da erinnere mich an das eine Match, wo auch so ein Typ, ich weiß nicht, da war irgendwie nur ein Stück, wo man durch ein Fenster schießen konnte und der stand die ganze Zeit dort und ich wollte mich auch nicht wegbewegen, weil es auch noch so ein scheiß Panzerjäger war, der auf mich zielte. Weil eigentlich habe ich nie durch dieses verkackte Fenster schießen können.
Immer nur in die Wand rein, links, rechts, und das Haus wollte auch nicht einstürzen. Jetzt aber komm. Was unbeschädigt? Was ist das für ein Bullshit, Alter? Wieso fuhr der überhaupt so langsam? Motor kaputt oder was? Junge, hau ab hier. Also komisch, immer wenn ich mit den Amis unterwegs bin, läuft überhaupt nichts. Ich krieg komplett kaputt geschossen, bevor die nicht so schon irgendwie mein Fahrzeugabbruchreif zerballert haben da. Aber immer wenn ich gegen andere Amis spiele hier, läuft es irgendwie komisch, weiß auch nicht. Dann prallt mein ganzes, all meine Geschosse prallen irgendwie ab. Oh, oder? Chillbude. Ich will jetzt zwischen den scheiß Häusern. Okay, irgendwie brauchen sie ein bisschen Schutz, kann ich nachvollziehen. Will ich jetzt auch nicht rummeckern hier. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Ich meine, es sieht schon krass aus, wenn man sieht, wo überall jetzt hier Brände entfacht wurden, wo überall Qualm, wo irgendwo Werte kaputt geschossen wurde, wo die Artillerie hier wirklich Mondlandschaften hingezaubert hat, sag ich mal. Oh Gott. Aber er kann nicht angehen hier. Ich muss irgendwie. Da, komm, der Arschpups hier, der muss weg. Scheiße, er ist so tief in diesem Graben da. Ich komme einfach an nichts ran. Shit. Jetzt habe ich mich kurz für einen Moment mal erschrocken. Ja, da wird man auch mal wieder wach, aber wenn ein verkacktes Flugzeug. So ein Kamikaze-Pisser wieder von oben. Also lächerlich mit den Flugzeugen hier. Ich weiß nicht, mich kotzt das immer mehr an. Und nicht, weil sie auf mich herabstürzen. Es geht ja nicht darum. Ich reg mich so auf gerade innerlich, wegen diesen verkackten Flugzeugen. Also ich gehe eigentlich nur in die Luft, um Bomber oder Schlachtflugzeuge abzufangen. Also für einen scheiß Jäger gehe ich auch nicht mehr rein. So, den habe ich abgefangen. Da komme ich nicht hinterher, schade. Da den M10 vielleicht. Wenn ich den zumindest kritisch treffe, der schon mal so ein bisschen beschädigt ist. Nein, das wird nichts. Oh, fuck you. Ja, das wird auch nichts. Scheiße. Voll an die Spitze geknallt da von dem Wrack. Oh, holy Schmuckes. Oh, ja, Digga, da war ich auch. Das ist sowieso geil auf den Kill. Ja, komm. Ja! Also er lief die Runde davor etwas besser und ich meine, so schlecht habe ich es auch schon lange nicht mehr erlebt hier. Brennt der? Nee. Jetzt denke ich mir auch, Chance verpasst, aber ich habe ja auf ihn geschossen. Nur offensichtlich, komischerweise, ich jetzt wieder am falschen Winkel. Alter, was ist das denn hier? Jetzt hänge ich hier an irgendeinem so ein Zahnstocher fester. Okay, jetzt haben die lange auch nicht mehr so richtig Bock, versuchen irgendwie hinten zu bleiben, verkriechen sich nach hinten. Das heißt, da muss man irgendwie die Gelegenheit nutzen hier. Also heute habe ich gar kein Glück hier. Bleibt da stehen. Kritischer Treffer, also aber nur der Kommandant, das heißt ja noch nichts hier. Komm, wenn ich jetzt noch einmal feuern kann hier. Bleibst du so stehen? Blödes Schwein. Ich denke mal, ich kriege eine Abschusshilfe. Jetzt verzieht er sich wieder da. Ich muss offensichtlich vorfahren. Er hat sich, ja, ich glaube, der verkriecht sich hinter einer der Ruinen.
Ich werde mal hier von der Position aus versuchen, ein bisschen zu snipen. Hoppala. Ich krieg den nicht richtig ins Visier. Was ist das für ein Fick? Und gerade wenn man es am nötigsten braucht, ist man am Nachladen. Der ganze Scheiß dauert ewig hier. Deine Mutter. Wäre gut, wenn ich mir den noch krallen könnte. Der regt mich einfach schon auf, einfach dass er dadurch, dass er mich angeschossen hat. Ich meine, echt, wer bildet der sie ein, Alter? Wo lebt der? Abschusshilfe, wie schnell geht das? Ach so, ja, okay, die Illusion ist raufgebrettert. Ja, ein Kill bisher nur. Ist ja eine magere Ausbeute, aber manchmal läuft so. Ich glaube, das war es ja auch ziemlich hier gewesen jetzt, weil ich denke, die haben jetzt bis auf den Kollegen da, aber ich schätze, mehr als zwei Panzer werden die wohl auch nicht mehr haben insgesamt. Wieder ein Crit, aber komm, vielleicht schaffe ich es ja noch. Wieder eine Abschusshilfe. Fuck it off. Ja, ich sag jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Würde mir helfen, tut euch nicht weh. Dann könnt ihr euch nochmal so einen Stoß reinziehen hier. Wenn ihr Bock drauf habt. Ja, das war's gewesen hier. Schade, jetzt kommen wir mit dem Bomber rein hier. Könnt die weghämmern. Naja, bis demnächst, sag ich mal. Viel Spaß beim Zocken. Ciao, ciao.